Soldaten. Wuhi! Mit dem wir jetzt nichts anfangen können. Jetzt bappen wir das La erstmal dran. Oh, huch! Da ist schon wieder was drin gewesen. So ein Zufall aber auch. Der Projektor geht unter dem Fußboden noch weiter. Ich schien oben nur die Spitze des Eisberges gesehen zu haben. Der Hauptteil befindet sich im Maschinenraum. Und da ist zufällig auch der Schlüssel für Studio 1. Ich sollte mir Studio 1 genauer ansehen. Da ist ein Kaffeefleck hier auf der Projektzeichnung. Sieht mal, wie schlampig mein Dad war, ey. Auf zu Studio 1. Weil mich würde jetzt mal interessieren, was wir hier machen können an dem Tankdeckel. Sauber wischen. Wö? Oh mein Gott. Unlogisch. Wir schmeißen Spielzeugsoldaten rein. Dieses Auto braucht einen Spritzer Benzin. Ich habe keinen Spritzer Benzin. Ich dachte eigentlich, dass wir mit dem Lappen sonst irgendwas machen können, aber können wir natürlich nicht. Nee, so hier, da wollen wir ja rein. Studio 1 und los geht's. Wow, lila. Die Farbe der unbefriedigten Frau. Interessant, was wir hier alles haben. Zum Piratenschiff. Geil. Was haben wir da? Was ist das? Ein Holzstück. Und davon brauchen wir drei. Hier haben wir einen Hebel. Den können wir umlegen. Und schon geht Licht an. Willkommen, werte Besucher. Dies ist das Filmset meines berühmten Films, Die drei Piraten. Besucher können an ein besonderes Geheimnis der Piraten miträtseln. Da oben ist eine Knarre. Können wir die mitnehmen? Alter, ich kann die Knarre nehmen und einfach die Olle erschießen. Wieder mal nicht. Warum denn auch, gell? Gehen wir halt zum Piratenschiff. Alter, das sieht irgendwie cool aus. Was haben wir hier? Ich kann von hier aus etwas sehen, doch es ist zu weit unten. Ich muss das Wasser herablassen. Oder tauchen. Wie wäre es? Hier in dem ganzen Gerümpel steht bestimmt irgendwo noch eine Tauchausrüstung. Wir kriegen ein Kabel. Sieht nicht aus wie ein Seil mit einem Haken, Karabinerhaken dran. Nein, es ist ein Kabel. Und wir nehmen eine Skeletthand mit. Nein. Welchen Toten mussten wir dafür... Oh, Entschuldigung. Welchen Toten haben wir hier seine Hand abgenommen? Den haben wir einfach geopfert. So. Oder ist das jetzt nur so... Requisite. Gangway. Ein Schatz. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Und mal wieder ein Filmzitat. Zwinker, zwinker. Ein grüner Lappen. Nee, ein Kopftuch. Ein Piratenkopftuch. Yay. Schiffsteile. Was haben wir hier? Ein Foto. Diesen Raum kennen wir doch. Aber der sah 1934 sah der genauso versifft schon aus hier, wie man sieht. Also ja, hier wollte ich mal gucken. Arr, meine Freunde! Ich habe einen Haken! Okay, mal wieder ein Spiel. Nein. Nee. So. Mal ehrlich, hier, da wollte ich hin. Ein Knochen fehlt. Ich muss ihn finden, um einen Blick hineinwerfen zu können. Als ich seine Stimme hörte, vergaß ich nur für einen Augenblick, dass er nicht mehr da war. Es gibt ein Spiel, das er mit den Touristen spielte. Es hatte mit der Piratenflagge zu tun. Ich habe vergessen, wie man es spielt. Ich hätte mich umsehen müssen. Der Karte nach zu urteilen, gibt es auf dem Piraten... ein weiteres Projektorteil. Hier, haben wir ganz viel Knochen. Mach die Hand dran. Nee, natürlich wieder nicht. Während des Drehs gingen viele Dinge im Wasser verloren. Wir müssen das Wasser herunterlassen, um die schwere Ersatzbaren... wieder zu beschaffen. Achso, ja. Die Jungs amüsieren sich, indem sie die Kontrolle unten am Turm gegen Piratensymbole austauschen. Ja, nehmen wir mit. Finde ich gut.
Neue Aufgabe. Ich muss das Wasser aus dem Pool lassen. Vielleicht finde ich ja etwas. Ich würde aber viel lieber tauchen gehen. Das macht so viel Spaß, hey. Ein gelbes Piratenkopftuch. Und wir gehen zum Deck des Piratenschiffes. Hier haben wir doch den fehlenden Knochen. Requisiten in 10 in, Items hier im Inventar. Da sind die drei Piraten. Alter, er sieht eher nicht aus wie ein Pirat. Finde ich jetzt mal so. Naja, so ein bisschen. Aber haben die irgendwie so ein paar komische Verrenkungen gemacht? Das sind die drei Piraten aus dem Film. Die Entschuldigung. Es sind die Piraten aus dem Film. Die drei Piraten. Doch einige Requisiten fehlen. Die berühmte Muskete, ein Haken und ihre Kopftücher. Den Haken haben wir, aber wer kriegt den Haken? Er hier? Nee, er kriegt den Haken. Ei! Ja, es müssen alle drei Kopftücher sein. Kabel kriegt ja keiner. Es kriegt ja einer die Muskete. Ja, ich wollte ja hier auch wieder gehen. So. Ei. Oh, neue Aufgabe. Das Geheimfach auf dem Piratenschiff sieht wichtig aus. Es muss einen anderen Weg geben, es zu öffnen. Aber cooler, roter, leuchtender Schädel. Da ist eine Tür. Können wir aber nicht reingehen. Da flackerndes Licht. Alles unwichtig. So, aber mit dem Knochen können wir hier Knochenrätsel hier machen. Zack! So, wie geht das jetzt? Nun gut, Vater, Zeit für ein Knochenspiel. Ich werde sie in den richtigen Reihenfolgen anschlagen, um den Käfig zu öffnen. Und wie funktioniert das jetzt? Einfach ausprobieren hier. Einfach munter drauf los. So, 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 so. Zack, offen. Also ich hätte mal gerne irgendwie Rätsel, wo man wirklich Rätsel muss. Nicht einfach hier munter drauf losklicken und einfach auf gut Glück. Okay, was haben wir denn hier? Wir kriegen ein Schwert. Sieht eher aus wie ein Säbel, aber okay. Und mit dem Schwert machen wir jetzt was? Oder generell, was machen wir jetzt? Zum Ausguck. Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Was haben wir denn hier? Mit etwas Scharfem könnte ich das Seil durchschneiden. Dafür brauchen wir das Schwert. Zack! Und offen ist der Stromkasten. Und das Seil nehmen wir auch mit. Können wir immer gebrauchen. Der Stromkasten. Das sieht schon völlig gruselig aus. Der Projektor stellt sich als meine größte Erfindung heraus und die Welt wird nie davon erfahren. Er funktioniert unglaublich gut. Er hat die Macht, den Geist, ja sogar Menschenleben zu zerstören. Ich habe generell Porter erklärt, es hätte eine Fehlfunktion gegeben. Ich werde ihn zerlegen und die Teile so verstecken, dass nur meine Tochter sie findet. Ich werde ihr eine Karte hinterlassen und einen Teil auf den Set meines liebsten Filmes verstecken. Sie wird wissen, dass sie dort suchen muss. Warum soll die Tochter das bekommen? Also, meint er jetzt eigentlich damit mich oder die komische Trulla? Das wüsste ich jetzt gern. Ich brauche wohl die andere Hälfte der Karte, um die Kontrolleinheit bedienen zu können. Wir haben aber kein anderes Stück der Karte. Schade aber auch. Aber wir haben eine Kanone! Und nehmen eine Kanonenkugel mit. Yay! Ich will aber die Kanone abfeuern. Und wir finden ein Foto. Hier waren wir noch nicht. 1938. M. Wolf. Hier haben wir so eine Speerspitze. Da war doch gerade etwas. Die Leiter ist kaputt mit etwas... Ach, hier. Die Leiter ist kaputt. Mit etwas Holz und einem Seil könnte ich sie bestimmt reparieren. Dafür wohl die Holzstücke. Das Seil haben wir. Fehlen Holzstücke.
Wir suchen jetzt Holzstücke. La la la. Zum Piratenschiff. Da war doch gerade wieder etwas. Ja. Was haben wir hier? Das werde ich nicht so einfach herauskriegen. Aber, Alter, das ist das erste Piratenschiff, das einen Stierkopf vorne dran hat. Aber wir wissen, er hat einen... Werf die Kanonenkugel! Nett. Handverlängerung hier. Los, Spielzeugsoldat! Auch nicht. Ja, dann weiß ich nicht so recht, wie das jetzt hier so... Was wir hier so machen wollen. Hm, gehen wir mal zurück. Vielleicht finden wir hier noch etwas. Das Wasser ablassen kann ich ja immer noch nicht. Gangway. Was haben wir hier? Da ist nix, nix. Gehen wir mal zurück. Hier ist abgeschlossen, beziehungsweise kann man gar nicht hin. Vielleicht mal zurück. Was haben wir denn hier mit der... Was können wir damit für ein Blödsinn anstellen? Der Uhr fehlt noch einen Zeiger. Haben wir aber keinen. Im Auto fehlt ein Hebelersatz. Kabel! Schlüssel haben wir auch keinen. Holzstücke, Hieroglyphen. Werf die Tür doch ein. Dummes Stück. Kann sie nicht. Hm. Hatten wir hier im Keller noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Gehen wir mal zurück. Schauen wir uns nochmal alles an. Hier brauchten wir ein Ventil. Oder? Muss ich das Wasser über etwas gießen? Über die Skeletthand. Kanonenkugel? Wohl nicht. Über den Spielzeugsoldaten. Hieroglyphe? Über den Ring. Nee. Jo, so, nee, da kommen wir ja her. Gehen wir doch mal wieder hierher. Oh, da können wir wieder wimmeln. Vielleicht bringt uns das weiter. Ein Notenblatt, ein Pilz und ein Kleeblatt. Das Notenblatt ist halb zerlegt. Da brauchen wir die andere Hälfte für. Pilz und Kleeblatt. Da oben ist ein Kleeblatt. Da ist wieder der Pilz. Den hatten wir jetzt aber wirklich schon beim letzten Mal. Einen Schmetterling, einen Spaten und ein Ventil. Da ist der Spaten, da ist das Ventil, der Schmetterling, eine Spinne ist da oben. Rasierpinsel, Schildkröte. Rasierpinsel liegt hier, eine Schildkröte da unten. Einen Streichhölzer, Orchidee, Hammer und Nägel, Orchidee hatten wir auch schon mal. Streichhölzer waren hier. Da ist das andere Teil vom Notenblatt nicht. Hm, das andere Teil vom Notenblatt ist das. Ich rase ja gerade hier durch dieses Wimmelbild. Aber jetzt hänge ich wieder fest. Hammer und Nägel. Hammer und... Da ist schon mal der Hammer. Wo liegen die Nägel? Waren das? Nee. Ah, hier ist auf jeden Fall das andere Teil von dem Notenblatt. Das nehmen wir jetzt mit. Fehlen noch die Nägel. Ja, da müsste doch irgendwie hier so ein Symbol kommen, wenn ich da drüber bin, bei den Nägeln. Aber jetzt habe ich mal noch nichts gefunden. Oder stehe ich mich wieder gerade nur ein bisschen blöd dran? So wie des Öfteren mal. Da ist ein Nagel. Den ziehen wir raus. Vor allem Nägel. Nägel. Es war nur ein Nagel. Aber okay. Und wir kriegen ein Ventil. Mit dem Ventil gehen wir zurück in das komische... Ich habe mich schon wieder verlaufen. In diesem Raum hier. Und wappen das Ventil da drauf. Das heiße Wasser sollte funktionieren. Jo, jetzt geht das heiße Wasser, aber ich habe dann immer noch nichts hier, was ich da machen kann.
Geht das jetzt? Nein. Aber... Warum geht das nicht? Alles, was irgendwie irgendwann mal jetzt logisch erscheint, ist totaler Bullshit und ist nicht logisch. Hier, die Karte hatten wir übrigens noch nicht. Jetzt haben wir 7 von 10 Karten. Weiß nicht, wo ich da... warte, Moment. Habe ich da was gesehen? Ja, das Foto hatte ich nämlich beim letzten Mal auch nicht genommen. Sieht auch äußerst interessant aus. Hier können wir ja... Mit dem Ring funktioniert das nicht. Jetzt können wir aber nochmal hochfahren. Gucken wir mal, wie es unserem Bruder geht. Ne, die hat den ja woanders hingebracht. Stimmt ja. Was haben wir denn hier? Das war... Sowas hier. Eine Miniatur. Kanonenkugel! Filmstudios nahmen für gewöhnlich falsche Kanonenkugeln, doch diese fühlt sich echt an. Was sagt er hier? Hände sind so vielseitig formbar. Okay. Hiermit könnte ich verschiedene Dinge verbinden. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung.